Einmal angenommen, Ihnen zerbricht zu Hause der Plastikaufsatz am Rasierapparat. Das gesamte Elektrogerät wird dadurch vielleicht unbrauchbar und ein neues muss her. Es sei denn, Sie versuchen, dieses kleine Plastikteil im Internet zu bestellen, wo es dann auf eine lange, kostspielige Reise geschickt wird, wahrscheinlich aus Asien hierher zu uns. Das IPH, Institut für Integrierte Produktion, angesiedelt in der Region Hannover im Wissenschaftspark Marienwerder, geht da einen anderen Weg. Die Lösung heißt 3D-Druck. Der Rohstoff für diesen Prozess kommt aus dem Wertstoffsack. Mit einem Handspektrometer wird das Abfallmaterial gescannt und man wählt so den geeigneten Kunststoff aus. Dieser wird schließlich in einem Schredder zu Granulat verarbeitet und dient schließlich als Ausgangsstoff für einen 3D-Drucker. Die Idee, die dahinter steckt, erläutert Dr. Malte Stonis, Geschäftsführer des IPH. Warum muss ich immer alles irgendwo produzieren in der Welt, wenn es tatsächlich total simple Sachen sind, Kunststoffe, die leicht zu produzieren sind? Das deutsche Unternehmen können das alles produzieren. Trotzdem kaufen wir solche Sachen häufig aus dem Ausland ein. Und da verstehe ich persönlich dann immer nicht, dass die Kosten die Hauptkriterien sind und dass wir die ökologischen Sachen häufig vergessen. Und da war meine Idee eben, wir fangen erstmal ganz grundsätzlich an bei einer Sache, das ist in dem Fall Kunststoff, ich hätte jede andere auch wählen können, und habe dann an sowas gedacht wie, warum können wir nicht unsere Kunststoffe, die wir hier haben, die jede Firma auch hat, an Verpackungsmaterial, an Bauteilabfällen und so weiter, warum können wir die nicht regional weiterverwenden und regionalen Kreislauf aufbauen, mit eben einer innovativen Technologie, dem 3D-Druck, die ich toll finde, die ganz viele toll finden und die so unglaublich viel möglich macht. Und wenn ich die beiden Sachen einfach zusammenbringe, das war total spannend für mich. Das alles ist nur ein anschauliches Beispiel vor dem Hintergrund der Vision von einer kompletten Kreislaufwirtschaft zur Schonung von Rohstoff- und Energieressourcen. Und eben darum ging es Anfang November auf einer Pressefahrt der Zuse-Gemeinschaft, ein Verband von 77 Forschungseinrichtungen, in der Region Hannover vertreten durch das IPH. Das Institut in Hannover-Marienwerder war dabei eine von zwei Stationen auf dieser anschaulichen Presseveranstaltung zu Fragen von angewandter Forschung für Energiewende und Nachhaltigkeit. Eine Forschungseinrichtung wie das IPH ist für die Region Hannover gewissermaßen ein Glücksfall. Mit der Lösung regionaler Fragestellungen kann es zum Impulsgeber für globale Erfordernisse werden. Wenn ein Unternehmen hier in der Region etwas entwickelt oder etwas verbessert, dann können andere davon ja auch lernen. Und ich glaube, das ist ja auch eine Stärke in Deutschland, die wir haben, dass wir immer unzufrieden sind, Sachen verbessern wollen. Und gerade in den Unternehmen, die ich hier kennengelernt habe, gibt es viele Ideen, viele Ansätze. Und da möchten wir immer auch gerne helfen, dass Industrieproduktion verbessert wird. Und so könnte am Ende die Idee vom Ersatzteil 3D-Druck zu Hause zum Ausgangspunkt für eine globale Kreislaufwirtschaft werden.